Carsten will seine Gesundheitsdaten. Dort, wo plagende Fragen im Wartezimmer verharren, werden frühmorgens Formulare gedruckt. Es stapeln sich Patientenakten, es häufen sich handschriftliche Fakten. Willkommen im Dschungel. Hier ist das Glasfaserkabel noch ein physischer Tunnel. Denn es ist immer noch schneller, wenn Arzt A sich in die U-Bahn setzt und zu Ärztin B fährt, um mit ihr eine Diagnose zu studieren, statt das entsprechende System zu implementieren. Die moderne Form der Flüsterpost. Carsten will seine Daten ansehen, würde das Verwaltete gern verstehen und wissen, damit umzugehen. Doch im Urwald des digitalen Wandels wagt er nicht zu handeln. Zu wenig vertraut er ärztlichen Aussagen. Doch genau dieses Vertrauen könnte Transparenz aufbauen, wäre Carsten nur konsequent im Mittelpunkt. Mittels kontinuierlicher Auskunft könnte er viel mitgestalten. Denn Carsten will seine Daten auch verwalten. Per Knopfdruck kann er heute schon den Weltraum bewundern, fremde Kulturen erkunden und hat eine Traumfrau gefunden. Doch diese Frau könnte seine Krankenakte nicht einsehen, sollte ein Notfall geschehen. Aber eine Ärztin könnte das halt aktuell auch nicht. Und somit stellt sich mir die folgende Forschungsfrage. Echt jetzt? Gefolgt von der Aufgabe, nun zu beschreiben, ja, wie soll denn Carsten über seine Daten entscheiden? Da wäre zum einen der Anspruch, Interoperabilität zu erreichen. Das heißt, die Daten im gleichen Format zu speichern. Können wir sie dann miteinander vergleichen? Müsste nicht einst viel Zeit verstreichen, um die richtige Diagnose zu greifen. Stattdessen quält sich Carsten mit Mehrfachuntersuchungen zu immer neuen Adressen, erzählt stets gleiche Berichte vor fremden Gesichtern, hat zugleich schon vergessen, worauf er verzichtet. Er verzichtet auf den mühelosen Zugriff zu seiner Krankheitshistorie, verzichtet auf den schnellen Austausch von Kopien, er verzichtet, sich die Frage zu stellen, in welchen Fällen erleichtert das vielleicht die Therapie? Es herrscht der Anspruch auf Autonomie. Doch Daten digital selbst verwalten ist heute noch Zukunftsmusik. Denn wo fragende Plagen als Wartenummer verzagen, werden spätabends noch Anträge verschickt.